Alter, was, wenn wir den tamen? Der hässlichste Vogel der Welt, der hässlichste Vogel der Welt, Leute, wir zähmen ihn. Haben wir ihn? Ja, wir haben Quetzal gezähmt. Oh mein Gott. Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Folge von Ark Survival Evolved. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade auf der Suche nach einem T-Rex. Ich bin hier gerade auch spezialinhaltsmäßig unterwegs. Wie weit kann ich mich einfach runterlassen, Kevin? Das geht schon sehr, sehr weit. Aber du darfst nicht zu schnell machen, sonst kriegst du Fallschaden, ne? Ihr seht das hier gerade, ich hänge gerade am Helikopter dran und wir suchen jetzt einen T-Rex. Wir haben eine richtig ausgefeilte Taktik, ihr habt es vielleicht in der letzten Folge gesehen. Ich habe hier 106 oder 107 von diesen wunderbaren Betäubungspfeilen und wir fliegen jetzt gleich um den T-Rex immer wieder rum und Kevin wird dann navigieren und wir werden mal schauen, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin mal gespannt. Noch nie so ein großes Tier wie ein T-Rex auf jeden Fall gesehen und gezähmt. Aber auf jeden Fall gefällt mir diese Mitfahrgelegenheit hier schon mal ganz gut. Das ist so wie so ein Bus eigentlich, ne? Joa. Wie viele Enterhaken kann man dran machen? Also es können sich natürlich mehrere Leute an so ein Agentavis, glaube ich, hängen. Aber dein Gewicht zählt quasi jetzt mit rein. Irgendwann könnte er einfach nicht mehr fliegen, weißt du? Okay, das heißt, der muss mehr ins Fitnessstudio, der Mann. Das stimmt schon. Guck mal, ich gehe mit dir einfach Gassi. Komm. Na, komm. 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 Ja, fein. Mach Kacke. Mach Kacke, komm. Mach Kacke. Ja, fein. Feiner Vogel bist du. Ja, fein. So, Papa ist wieder in deiner Brust. Und weiter geht's. Ja, wir gucken erstmal, ob wir hier irgendwas Gutes finden. Ansonsten müssen wir Richtung Berge fliegen. Ich mein den Dino, Alter. Du solltest nicht Kacke hier hin machen. Wenn du jetzt hier hingeschissen hast, dann wäre ich echt sauer. Weißt du das? Dann hättest du aber wenigstens einen guten Titel für deine Folge. Hier, guck mal, da oben, das ist ein Quetzal. Ich flieg mal hin, dann siehst du den jetzt mal. Der ist auch relativ selten. Boah, ist der riesig, Alter. Level 2. Alter! Was, wenn wir der den tamen? Der ist auch gut, 32, aber den kriegen wir mit der Armbrust leider nicht. Guck mal, sicher wie riesig nicht? Der ist. Sicher ja, ja, für den brauchen wir, für den bräuchten wir ein Gewehr. Ich glaube, die Armbrust ist zu schwach. Warte, ich guck jetzt mal. Was für ein Tier, Alter. Nee, geh doch Armbrust, schreibt der Chat. Ja, ich habe 100 Pfeile dabei. Warte mal, Level 32, Calculate. Okay, Armbrust steht. Also, wenn du den am Kopf triffst mit der Armbrust, müsste der mit nach 9 Pfeilen liegen. Aber der fliegt weg. Also, sollen wir den mal versuchen? Also, ja, wenn du seinen Körper triffst, brauchst du 25. Boah, den hat mit 9 Pfeilen zu treffen, ist das schon eklig, ne? Ja, schieß einfach auf seinen Körper. Aber warte, seil dich etwas runter. Okay, warte. Der wird auch schnell wegfliegen, ne? Oh mein Gott, Junge. Okay, bin ich so gute Höhe? Ja, das nicht so tief, ne? Du musst etwas über ihm hängen, so. Ja, okay, wir versuchen es. So, warte, ich fliege jetzt erstmal nah genug an ihn ran. Ist das so gut für dich? Ja, vielleicht noch sogar ein bisschen näher. Okay, 3, 2, 1 und Feuer. Nicht getroffen. Doch, hast du. Alter, ist unmöglich, das zu treffen, wa? Alter. Soll ich nicht doch einfach auf den Körper schießen? Schieß einfach auf seinen Körper. Schieß auf seinen Körper. Alter, wie geil! Okay, du musst hinterher, Kevin, du musst hinterher. Ja, ich bin am Fliegen. Ist der hässlich? Komm, Junge, du spielst Fortnite, Alter. Du musst doch Ultra-Aim haben. Der hässlichste Vogel der Welt. Der hässlichste Vogel der Welt, Leute. Wir zähmen ihn. Ja, das ist sehr schwierig, weil die Armbrust backt ein bisschen, wenn ich hier so rumfliege. Alter, es ist... Oh, ich verbrauche schon viele Pfeile. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist der Grind. So musst du da ran. Okay, ich würde sagen, wir landen einmal ganz kurz zwischen. Behältst du ihm im Auge? Schaffst du das? Boah, schwierig, Alter. Wir kriegen den doch nicht mehr. Du musst mir mal Angaben machen, ne? Ob ich höher soll. Alles gut. Ich bin gerade richtig gut dran. Jetzt ein bisschen... Hast du ihn getroffen? Näher ran. Oh, der dreht richtig ab. Den am Kopf zu treffen, ist halt wirklich insane schwer. Schieß einfach auf seinen Körper. Ja, Mann. So ist eine gute Distanz. Ja, das Ding ist, der wird immer ein bisschen wegfliegen, so, weil er ist halt einfach schneller. Wir kriegen ihn. Oh, er fliegt Richtung Wald. Da musst du aufpassen mit den Katzen. Ja. Nochmal. Gerade kriegt der gerade. Guck mal, die Schadenszahlen, wenn du den triffst. 63 immer. Ja, sehr gut. Ja, der ist jetzt fast bewusstlos, weil der haut die ganze Zeit 63. Ab. 63? Ja, Mann, man sieht's auch. Weiter, Surivi. Weiter. Wir haben den gleich. Ja, wenn der so abhaut, dann ist der fast. Okay, ich muss ein bisschen höher fliegen. Die springen die, glaube ich, gar nicht an. Die springen, wenn nur mich an. Das wird jetzt eklig. Alter, was für ein Abenteuer hier. Links ist er? Ja, ich flieg hoch. Der ist doch schon langsam. Nochmal? Ja! Hab ich ihn nochmal getroffen. Sehr gut. Nein, er liegt doch nicht. Wo ist der? Da. Er ist da. Er hängt fest. Haben wir den Kopf getroffen? Nochmal? Wo ist er hin? Ja, du hast ihn, glaube ich. Oh mein Gott. Wo ist er? Ja. Er ist hier unten. Er ist hier. Nein, ja, er Mann, hängt in der Luft. Wir müssen den Baum abbauen, oder? Warte, Kevin. Ja, müssen wir mal testen, ob das klappt. Guck mal, diese Bäume hier weg. Ja, das ist halt unfassbar viel Holz raus, ne? Du kriegst aus einem so einem Baum 300, 400 Holz, je nachdem.
Ja! Ja, er kommt runter. Wie geil. Ja, Mann! Oh mein Gott, wie geil, Alter. Wir haben einen Quetzal, Junge. Weißt du, wie OP der schon ist? Und der ist Level 32. Wir müssen für den auf jeden Fall Primeat holen. Okay, wir müssen einen Bronti töten. Weil hier kommen Gegner. Wir müssen den auch jetzt verteidigen. Holy Okay, pass auf, ich mach auch mal welche von den Barrikaden. Ich brauche von dir... Hast du Leder zufällig für mich? Dann kann ich auch welche machen. Der ist auch ein Riesenvier, ne? Ja, ja. Also ich tu mal den Agitavis ein bisschen weiter wegfliegen. Wir müssen halt hier extrem aufpassen, weil hier kommen auch T-Rex und sowas. Ja, ich weiß. Ich war ja gestern schon hier für den Agitavis. Alter. Ich hole jetzt noch was schnell. Du musst den am Kopf verteidigen am besten, ja? Alter, was für ein Geht Heroic der Torpor? Also ist der Torpor so in Ordnung, wie der ist noch von dem? Ja, ja, der hat auf jeden Fall noch. Der tickt zwar runter. Oh, der tickt ziemlich schnell runter, Kevin, ne? Ja? Bei wie viel ist der? Ja, der hat jetzt noch so 95% oder so, aber der geht schon relativ schnell runter. Sind da Gebüsche in der Nähe bei dir? Ja, kleine. Ich kann mal nach Mejobären schauen. Nicht nach Mejobären, sondern nach Narkobären. Die schwarzen, weißt du? Soll ich die ihm reinlegen? Oder ja, wie? Ja, die legst du ihm rein. Die geben wir ihm dann. Alter, ich hab echt Angst, dass hier gleich ein T-Rex kommt, ne? Nee, hier ist nichts in der Nähe so groß, Schlimmes. Was sagst du jetzt, Alter? Ja, ich flieg ja gerade hier rum und farm hier. Dann müssen wir eigentlich nur noch einen Bronti holen für Primeat, ne? Für Filet? Ja, ich hab schon zwei Primeat. Wir brauchen drei Stück. Spielt doch immer mal so effektiv, schreiben die Leute. Ja, vor allen Dingen, wir machen uns auf den Weg, wollen eigentlich einen T-Rex oder Spino zähmen und holen jetzt einfach so, ey, das ist das Krasseste, was du für die Luft dir holen kannst, Junge. Bro, das ist my little baby, Alter. Okay. Oh mein Gott, okay. Hast du den Sattel schon für den gelernt? Nee, den kann ich noch gar nicht. Wie gesagt, Endgame. Der ist, glaube ich, ab Level 70 oder so. Ja, lol. Wie kriegen wir den dann in die Base? Wir machen den gleich auf Folgen. Ich grab dich gleich, ne? Und dann machen wir den auf Folgen. Boah, da war ja mal ein extrem starker Schütze. Das hat auf jeden Fall gut geknallt. Ich habe natürlich jetzt nur noch 63 Pfeile. Ja, ich habe ja noch 70 Stück im Inventar. Sollte also eigentlich für einen T-Rex reichen, ne? Den machen wir gleich auch noch, Jungs. Das Primeat vergammelt gleich, Achtung. Ja, nee, das hält lange an im Agentavis. Das Ding ist, viele Leute wissen das ja nicht, Leute. Ein Agentavis hat einen sehr, sehr kühlen Darm. Der hat ja so eine Art Kühlschrank im Darm. Stimmt nicht. Oh, mich hat jetzt ein Vieh runtergekickt. Dackel hier. War eine Katze? Nee, so ein Dackel. Dachs ist das, Alter, kein Dackel, Junge. Ja, hier so ein Dachs, Junge, ey. Dackel, sagt der. Dackel ist so ein kleiner Hund. Piss dich einfach, du blödes Mistvieh. Wir werden attackt hier hinten. Ja, Flugsaurier. Adler, schieß auf. Kevin, ich bin hier stuck, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Ja, der greift nur die Barrikade, glaube ich, an, ne? Ja, noch. Ich hab ihn, Alter. Ich hab ihn mit einem Torpor geholt. Mit einem Betäubungsfall. One-Shot. Easy. Guck mal, ich bin hier stuck. Du musst mich mal hochgrabben. Ich komme sonst hier nicht weg. Boom, Junge, guck mal, wie weit. Zack. Oh, oh. Haben wir ihn? Ja, wir haben Quetzal gezählt. Oh mein Gott. Level 47. Und Revi, guck dir mal an, wie viel Gewicht der jetzt schon tragen kann, wie viel Leben der hat und alles. Guck dir mal die Stats an. Junge. Und wie riesig der ist, ne? Okay, ich muss ihm einen Namen geben. Bro, guck dir diesen Namen an, Alter. Ist er nicht OP? Es ist Quetzal Tarantino, Kevin. Oh. Der Ehrenbruder ist da. Ja, geil, Alter. Ey, Leute, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so einen Kasperle hier auf jeden Fall noch... Alter, ist der groß! Und ist der schön, Junge. Der ist gar nicht so hässlich, wie ich dachte. Und auf Krank. Seinem Rücken können wir eine Plattform bauen später. Und da können wir zum Beispiel ein Haus drauf errichten. Der kann einfach ein ganzes Haus, kannst du mit dem fliegen. Ich wohne also auf dem, Also den Bro. Brauchen wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel, du wolltest ja gerne mal die Kanonen nutzen, ne? Ja. Es gibt einen Titano, der ist noch größer als ein Brontosaurus. Ein Brontosaurus ist gegen den ein Minivieh, ne? Und okay. Da müssen wir mit dem Quetzal fliegen und müssen mit den Kanonen dann auf den Titano schießen, um ihn zu betäuben. Insane einfach. Einfach nur insane. Solid. So, okay, dann würde ich sagen, dann bringen wir den jetzt erstmal zurück in die Base. Und dann holen wir, würde ich sagen, später nochmal einen T-Rex, Alter. Junge. Also sicher, dass du den in die Base bringen möchtest, Kevin? Oder nicht irgendwie in die Nähe der Base? Wir müssen halt einen Spot haben, wo der sicher ist, ne? Dass ihm nichts passiert. Aber hinten auf der Steininsel ist der da nicht safe? Wenn wir den da gut einbauen, dann ja. Ich weiß, warum du das nicht machen willst, in die Base bringen. Aber ich sag dir, es wird eh nichts bringen, weil die Leute werden die ganze Zeit jetzt schreiben, dass Max und so zur Steininsel bitte gehen sollen. Warte ab. Alter, ist der riesig. Das Problem ist halt, die anderen Zuschauer werden halt Max natürlich jetzt sagen, dass er da ist. Und Max wird ihn halt die ganze Zeit angucken und irgendwas mit dem machen wollen. Meinst du? Glaub schon, ja. Also dir geht's eher darum, du hast Angst, dass Max was damit macht, oder wie? Ja, Max wird ihn auf jeden Fall benutzen. Weil ich sag mal, zum Farmen, das würde uns halt schon...
sag ich mal, boosten im Sinne von, dass wir halt jetzt dann richtig gut farmen können und unsere Basis vorantreiben und vor allen Dingen, wenn du dann nämlich aus dem Urlaub wiederkommst, ja, also stimmt. Wir müssen halt auf jeden Fall einmal festlegen, also sowas wie Bosse oder so machen wir auf gar keinen Fall, wenn du nicht da bist, ja, aber wir könnten jetzt halt schon auf gewisse Dinge hinarbeiten, dass wir dann demnächst mal anfangen könnten mit ersten Dungeons looten und alles, ne? Max kastriert ihn, wenn Max den kastriert, das müssen wir direkt sagen, dass er das nicht machen darf, weil du kannst nämlich Dinos kastrieren und dann können die nämlich keine Kinder mehr zeugen und das sollten wir auf gar keinen Fall machen, weil wir wollen den ja bestimmt züchten, den Quetzal. Ich hab deinen Quetzal kastriert. Sorry, Alter. Also willst du den jetzt bei uns in die Base bringen oder zur Steininsel? Steininsel, glaube ich, oben auf dem Berg, oder? Ja, okay. Ja, ich meine nur, wenn Max eh safe was mit dem machen wird, dann... Ja, wir können ja auch in die Base gehen. Mir ist das lieber sicher, ey. Ich hab nämlich nachher Angst, nicht, dass irgendein Vieh kommt und ihn danach vertötet oder so. Naja, safe. Verstehe ich. Ja, Leute, also ich würde sagen, das war auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr entspannte und erfolgreiche Folge. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Quetzal, Terrettino, Alter. Jetzt gleich bei uns in der Base, Leute. Auf jeden Fall massivstes Abenteuer. Richtig, richtig nice gewesen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Shoutout an der Stelle an Jamer. An Jamers Time war der Name, ne? Jamers Time. Jamers Time, Leute. Und ja, Mann. Folgt auf jeden Fall Kevin gerne mal rein. Ich würde sagen, das war's mit diesem wunderbaren Video. Und in der nächsten Folge, Leute, checken wir doch mal ganz kurz, dass wir uns A, entweder einem Alien-Artefakt widmen oder B, Kevin. Vielleicht widmen wir uns ja sogar einem T-Rex. Was sagst du? Ja, T-Rex oder Spino würde ich machen. Leute, ihr habt's gehört in dem Falle. Wundert euch nicht, dass die anderen hier nicht dabei sind. Die anderen machen den gleichen Content quasi nächste Woche genauso. Das passt schon. Also, ich würde sagen an der Stelle, meine Freunde, ich bin raus. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ich bin damit fertig. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.